Der narzisstische Missbrauch an einem selbst ist bereits zerstörerisch und schmerzhaft genug. Was aber die meisten Mütter und Väter, manchmal auch Großväter und Großmütter, innerlich in eine noch größere Zerreißprobe bringt, ist der Missbrauch an den eigenen Kindern und Enkelkindern. Kaum etwas ist schlimmer, als sich hier hilflos und ohnmächtig zu fühlen. Es sind Gedanken der schieren Panik und nackten Angst, die einen mitten in der Nacht überfallen und wecken und einen in wahrhafte Grübelorgien zwingen. Ich bin Delia Schreiber, Psychologin und Psychotherapeutin. Dies ist der 18. Tag unserer 21-Tage-Kur raus aus narzisstischem Missbrauch. Und heute ist es soweit. Sämtliche Video-on-Demand-Kurse auf meiner Hilfe zur Selbsthilfeseite erhältst du ab sofort bis zum 18.04. zum halben Preis. Du findest dort Video-Workshops, die du in deinem eigenen Rhythmus machen kannst, zum Beispiel zu Themen wie der nicht ganz ungefährlichen Trennung von Narzissten, Kraftquellenaktivierung, unseren Bestseller, das Selbstbehauptungsbootcamp, der neue Kurs Zurück ins eigene Leben und einen Coaching-Kurs, mit dem du lernst, missbrauchte Menschen selbst zu begleiten. Mit dem Erwerb dieser Kurse unterstützt du nicht nur meine Arbeit hier auf YouTube, sondern auch Menschen, die sich eine Therapie nicht leisten können und die ich pro bono begleite. Den Link findest du hier eingeblendet und unter dem Video. Klicke auf Mehr erfahren. Das Thema dieser 18. Folge ist der Schutz von Kindern vor narzisstischem Missbrauch und was du selbst tun kannst und lassen solltest. Ob du mit einem narzisstischen Partner zusammenlebst oder dich getrennt hast, dieses Thema ist nicht nur für die Entwicklung der Kinder selbst, sondern auch für deine innere Ruhe von entscheidender Bedeutung. Das Thema ist riesig und es ist ein eigener Workshop dazu in Arbeit. In diesem Video kann ich nur eine Auswahl der Aspekte ansprechen, insbesondere solche, die du selbst beeinflussen kannst, wie zum Beispiel dein eigenes Verhalten, deine eigene innere Einstellung, dein eigener Fokus. Sehr gefürchtet ist zum Beispiel das Brainwashing von Kindern, so dass sie sich zu sogenannten Flying Monkeys entwickeln. Dies ist eine der subtileren und potenziell schädlichen Formen des narzisstischen Missbrauchs mit möglichen langfristigen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder. Dieser Prozess beinhaltet, dass der narzisstische Elternteil das Kind so manipuliert, dass es im Konflikt zwischen den Elternteilen die Seite des Narzissten, der Narzisstin einnimmt. Und natürlich hat ein Kind zu wenig Lebenserfahrung, um sich dessen bewusst zu werden, dass es manipuliert wird. Narzisstische Elternteile verwenden eine Reihe von Manipulationstechniken, um ihre Kinder in Flying Monkeys zu verwandeln. Dazu gehören die Triangulation, das Einbeziehen des Kindes in die Konflikte zwischen den Elternteilen, oft durch das Erzählen verzerrter oder einseitiger Geschichten, um das Kind gegen den anderen Elternteil einzunehmen. Die Triangulation ist eine Masche, die Narzissten verwenden, um zu polarisieren und das Kind gegen den anderen Elternteil aufzuhetzen. Nur schon die üblichen narzisstischen Krokodilstränen und Meltdowns, wenn alle Tatsachen gegen den Narzissten sprechen, haben das Potenzial, Kinder zu erschrecken, ihnen Schuld- und Schamgefühle zu verursachen, um sie dazu zu bringen, den Wünschen und Anforderungen des narzisstischen Elternteils zu entsprechen. Der Einsatz von unverhältnismäßiger Belohnung oder Bestrafung für die Unterstützung oder die Non-Compliance gegenüber dem narzisstischen Elternteil ist immer wieder ein Thema. Immer wieder bekomme ich zu hören, wie das narzisstische Elternteil die Kinder verwöhnt, ihnen Dinge kauft oder erlaubt, die beim nicht-narzisstischen Elternteil nicht in Frage kommen oder dass Kinder einfach stehen gelassen, beschimpft oder ignoriert werden, wenn sie nicht in allem mit dem narzisstischen Elternteil konform sind. Ganz übel ist auch das Gaslighting der Kinder, das bewusste Verzerren der Realität und Leugnen der Erfahrungen des Kindes, um Verwirrung zu stiften, das Kind zu verunsichern und so die Abhängigkeit zu fördern. Mit einem narzisstischen Elternteil unterwegs sein zu müssen, kann tiefe und lang anhaltende Auswirkungen auf ein Kind haben. Zum Beispiel eine gestörte Selbstwahrnehmung. Kinder können Schwierigkeiten entwickeln, ihre eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen und auszudrücken, da ihre primäre Rolle darin besteht, die Bedürfnisse des narzisstischen Elternteils zu erfüllen und dessen verzerrte Wahrnehmung als die eigene anzunehmen. Diese Kinder lernen früh, dass Beziehungen auf Manipulation und bedingungsloser
Unterstützung zu ihren Ungunsten basieren, was zu Schwierigkeiten führt, gesunde Beziehungen im Erwachsenenalter aufzubauen. Emotionale Probleme, Angststörungen, spätere Depressionen und ein niedriges Selbstwertgefühl aufgrund der möglichen Traumatisierung in einem narzisstischen Elternhaus sind häufige Folgen, da das Kind ständig bemüht ist, den Erwartungen des narzisstischen Elternteils zu entsprechen und gleichzeitig mit den eigenen unterdrückten Gefühlen und Bedürfnissen kämpft. Der Verlust der Autonomie, die Fähigkeit, unabhängige, mutige Entscheidungen zu treffen und eine eigene Meinung selbstbewusst zu vertreten, kann untergraben werden, da das Kind gelernt hat, seine Handlungen und Überzeugungen auf die Wünsche des narzisstischen Elternteils abzustimmen. Traumareaktionen. Oft sehe ich bei Erwachsenen, die aus einem narzisstischen Elternhaus stammen, die üblichen Traumareaktionen bei entsprechenden Triggern. Fight, Flight, Freeze, Fawn, angreifen, flüchten, erstarren oder sich unterwerfen. Das Gespräch mit dem Narzissten zu suchen, hilft in der Regel herzlich wenig. Das nicht-narzisstische Elternteil steht allein auf weiter Flur, wenn es darum geht, den Kindern einen gesunden Boden zu verschaffen. Lass uns ohne weitere Umschweife ein paar sehr wichtige Do's und Don'ts diesbezüglich anschauen. Hier sind ein paar Dinge, die du auf keinen Fall tun darfst. Pathologisiere das narzisstische Elternteil nicht vor den Kindern. Versuche nicht, ihnen zu erklären, wie gemein, hinterhältig und verlogen der Partner oder die Ex-Partnerin unterwegs sind. Die Gefahr ist viel zu groß, dass der Narzisst alles, was du über ihn sagst, aus den Kindern rauslockt und es gegen dich verwendet. Lass die Kinder nicht merken, dass das Verhalten des Narzissten den Kindern gegenüber dich innerlich fertig macht. Du bist erwachsen. Du musst lernen, selbst damit klarzukommen, ohne den Kindern deine aufgewühlten Gefühle zu zeigen, auch wenn das enorm schwierig ist. Die Gefahr ist groß, dass du damit den Kindern als daueraufgescheuchtes Huhn erscheinst und der Narzisst nun so tut, als ob er der ruhige, besonnene, der sichere Hafen ist. Die Kinder haben nun gar keinen wirklich guten Boden, sondern geraten im Wechsel zwischen den Eltern ständig vom Regen in die Traufe. Lass niemals das aus dir machen, was der Narzisst zu provozieren versucht. Lass die Kinder niemals die Konsequenzen für die Sabotageakte des Narzissten tragen, auch wenn sie vermeintlich Teil davon waren. Zeige deinen Kindern nicht, dass ihr Verhalten, das ja oft durch den Narzissten provoziert wird, dir an die Nieren geht. Du machst sonst genau dasselbe wie der Narzisst in Grün. Du parentifizierst das Kind so, dass es nun den Eindruck kriegt, dass dein Wohlergehen von seinem Verhalten abhängt. Was kannst du nun tun in dieser verzwickten Situation, die so oft Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit auslösen? Das Wichtigste ist, eine unterstützende Umgebung für das Kind zu schaffen, die es ihm ermöglicht, aus der Rolle des Flying Monkey herauszutreten und sich selbst zu sein. Folgende Schritte können dabei hilfreich sein. Nimm, wenn irgendwie möglich, professionelle Hilfe in Anspruch. Eine Therapie kann dem Kind helfen, das erlebte Trauma zu verarbeiten, eine gesunde Selbstwahrnehmung zu entwickeln und effektive Coping-Strategien zu lernen. Es kann mit jemand Außenstehendem über seine Eindrücke sprechen und seine Wahrnehmungen verifizieren und validieren. Bilde ein unterstützendes Netzwerk. Die Einbindung in ein Netzwerk aus Vertrauenspersonen, die positive, gesunde Beziehungen fördern, kann dem Kind helfen, das Gelernte neu einzuordnen, die eigene Identität und sein Selbstwertgefühl zu stärken und zu erleben, dass Erwachsene unbeschwert und mit gegenseitiger Wertschätzung unterwegs sein können. Das heißt vielleicht, aktiv auf dir sympathische Mitmütter und Mitväter zuzugehen, eine andere Familie einzuladen für eine gemeinsame Unternehmung, die unkomplizierten Freunde und Familienmitglieder um dich zu scharen und solche Beziehungen zu pflegen, in deren Mitte sich auch das Kind wohlfühlt. Du kannst deine Kinder sehr wohl über Manipulationstechniken und deren Auswirkungen aufklären, aber bitte nicht am Beispiel des anderen Elternteils. Kinder erleben genug fragwürdiges Verhalten durch Schulkameraden und Lehrerinnen, dass man mit ihnen unaufgeregt beleuchten und einordnen kann. So kann es lernen, zukünftige Manipulationsversuche zu erkennen und sich davor zu schützen. Fördere Autonomie und Selbstausdruck. Ermutige das Kind, eigene Interessen, Meinungen und Bedürfnisse
zu erkunden und auszudrücken. Dies stärkt das Selbst. Sei ein gutes Vorbild darin, nicht alles direkt zu bewerten. Exploriere mit ihm verschiedene Ansichten und Meinungen, ohne sie in ein moralisches System zu stellen. Lass das Kind selbst Wertvorstellungen entwickeln, ohne dass du ihm deine aufs Auge drückst. Lerne selbst, gesunde Grenzen zu setzen und dich elegant zu behaupten. Dazu gibt es einen ganzen Workshop auf meiner Hilfe zur Selbsthilfe-Seite, den ich dir sehr ans Herz lege, wenn du Mühe mit Grenzen setzen und Selbstbehauptung hast. Hier werden auch die so wichtigen Pole Autonomie und Verbundenheit besprochen, zwischen denen sich die Erziehung klug bewegen sollte. Kommunikation mit den Kindern. Ermutige die Kinder, offen über ihre Gefühle und Wahrnehmungen zu sprechen. Das bedeutet, dass diese niemals bewertet werden sollten. Zeige einfach Verständnis und biete deine Unterstützung an, ohne sie dem Kind aufzudrängen. Das Allerwichtigste ist, wenn du der gesunde Boden für deine Kinder sein willst, dann muss es dir gut gehen. Du musst zu einem Menschen werden, der den Kindern ohne große Worte zeigt, wie man ein gelingendes Leben führt und entspannt und lebenszugewandt genießen kann. Und ich spreche hier nicht von Sucht, wohlgemerkt. Wenn du das nicht kannst, dann ist es viel wichtiger, deine ganze Kraft da hineinzustecken, anstatt den Kindern immer und immer wieder die Niedertracht des anderen Elternteils unter die Nase zu reiben und dich selbst als Opfer zu zeigen. Auch zum Thema bewusste Lebensgestaltung findest du einen Workshop auf meiner Hilfe zur Selbsthilfe-Seite. Er heißt Zurück ins eigene Leben nach narzisstischem Missbrauch. Bevor wir nun zu unserer Schlussübung kommen, lass mich ein paar Worte zum Bild sagen, das uns heute begleitet hat. Es heißt, Are those elephants? Sind das Elefanten? Gemalt in Acryl auf aufgezogener Leinwand mit Blattgold und misst ca. 1,50 x 1,60. Der Titel Sind das Elefanten? Spielt auf die schwierige Kunst der Wahrnehmung in narzisstischen Familiensystemen an. Nicht nur wir selbst, sondern auch die Kinder müssen immer wieder Detektiv spielen, um unter all den Machenschaften den Boden der eigenen Wahrnehmung wiederzufinden und vielleicht auch die vielen Elefanten im Raum zu entdecken und zu benennen. Kindern diesen Boden der eigenen Wahrnehmung immer und immer wieder zu ermöglichen, ist die hohe Kunst der Erziehung inmitten eines narzisstischen Systems. Eine schöne Übung, um den Kindern zu helfen, sich vor narzisstischem Missbrauch zu schützen, ist eine gemeinsame kreative Aktivität, wie zum Beispiel das Erstellen von Collagen oder das Malen von Bildern, die ihre Stärke und ihren Selbstwert symbolisieren. Du könntest zum Beispiel auf meiner Hilfe zur Selbsthilfe-Seite die kostenlose Inselübung downloaden und diese mit ihnen machen. Während des Prozesses kannst du mit deinen Kindern über ihre Gefühle sprechen und positive Botschaften über Selbstachtung und Selbstschutz vermitteln. Solche kreativen, gemeinsamen Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein der Kinder. Wenn die Kinder schon älter sind und dir den Vogel zeigen, wenn du mit ihnen basteln oder malen willst, kannst du alternativ immer mal wieder fragen, wie sie etwas wahrnehmen, was sie davon halten, wie es ihnen mit einer Situation geht. Wiederum, nimm keine Situationen, in denen der Narzisst vorkommt. Nimm die Antworten einfach an, ganz ohne sie zu kommentieren und bedanke dich für ihr Vertrauen. So lernen sie, dass sie dir Dinge erzählen können, vielleicht auch über den Narzissten oder die Narzisstin, und sie nicht Gefahr laufen, dich damit zu verstören oder dass du das Erzählte bewertest. In der nächsten Folge wird es um das Thema des angeschlagenen Vertrauens anderen Menschen gegenüber gehen. Danke fürs Zuhören und bis bald.